Hallo, wir sind zu Besuch bei. Beim Bastelgrisou, den gibt's noch. Wer ihn noch nicht kennt, würde ich jetzt am liebsten sagen, ich verlinke euch seinen Instagram-Kanal, den gibt es aber leider nicht mehr. Hat da irgendwie ein paar Probleme gegeben mit Instagram, diverse Kontaktaufnahmen und alles, aber bis heute gibt es leider dieses Profil nicht mehr. Und er sagt eigentlich, er hätte jetzt ein wenig mehr Zeit dafür, um zu basteln. Und vielleicht gibt es dann plötzlich mal wieder so einen Kanal von ihm. Gut, also erzähl mal von Ja, dir. was soll ich denn erzählen? Ich weiß nicht, vielleicht wirst du mal ein bisschen rumschwenken. Habe ja seit letztes Jahr meine neue Werkstatt. Bin sehr zufrieden hier, macht Spaß. Und wie der Simon gesagt hat, es ist befreit, so zu arbeiten, ohne manchmal daran denken zu müssen, ja, jetzt muss ich da wieder ein Foto machen, jetzt muss ich da wieder ein Video machen. Ich brauche weniger Zeit. Ich kann arbeiten und ich brauche weniger Zeit, meine Projekte abzuschließen, weil es einfach schneller geht. Viele von euch wissen es eben leider nicht, dass dieses ganze Geschneide und Videoaufnahmen und dann plötzlich irgendwo fehlt dann eine Aufnahme, dann muss man einen Teil vom Projekt irgendwie noch wiederholen, dass dann alles zusammen auf einem Bild ist und so. Es wird alles unterschätzt. Teilweise habe ich selbst mit Projekten, mit der ganzen Videobearbeitung am Schluss mehr Zeitaufwand gehabt als mit dem Projekt selbst. Kann ich unterschreiben, ist so. Und Ja. ich habe es nicht professionell gemacht wie er. Bei mir ist einfach so ein bisschen zusammengeschnitten und es braucht Zeit, wirklich. Professionell? Ja, okay. Ja, würde ich schon sagen, würde ich schon sagen. Ja. Erzähl mal, seit wann bist du hier? Ich habe jetzt meine Werkstatt seit Juli letzten Jahres. Hatte das Glück hier in einem alten Industriegebäude, es war eine Spinnerei früher. Hatte ich das Glück, diesen Raum anmieten zu können. Das sind insgesamt 95 Quadratmeter. Davon ist 64 Quadratmeter, was ihr hier seht, ist alles, was Holzbearbeitung ist. Und da drüben können wir vielleicht nachher einen Schwenk rüber machen. Habe ich einen kleineren Raum, den kann ich zuschließen, der ist dann staubfrei und da mache ich meine ganzen Epoxidprojekte. So, und gehen wir schauen. Epoxy. So, und hier sind wir im Epoxy-Raum. Ja, dieses Ding, das kennen vielleicht die einen oder anderen noch. Das habe ich vor langer Zeit mal begonnen. Das wird mein Couchtisch. Da ich aber hier noch umgezogen bin und dann alles einrichten und dann hatte ich keine Zeit und keine Möglichkeit, das Ding von da drüben nach hier zu transportieren, weil das Ding ist ca. 80 Kilo schwer, hat das jetzt eine Zeit gedauert. Aber ich bin jetzt in der Endphase. Jetzt kommt dann ein Topcoat drauf, damit es schön glänzt und die ganze Struktur rausholt. Und dann noch ein Fuß drunter und dann ist das Ding fertig. Irgendwann wird es ein paar coole Bilder geben, die werde ich euch dann zeigen. Können wir machen. Natürlich. Gut. Ja, sonst hier mein ganzer Epoxidraum. So mit den Mischbechern, mit dem Epoxid, mit den Farben. Ja. Da hat jemand ganz viel Joghurt gegessen. Ja, es war Spaß. großes Joghurt, die 2 Liter Becher. Ja, das. Was ist in Zukunft geplant? Also du kannst mal noch einen Schwenk darüber machen. Da bin ich noch ein Logo für einen Motorradclub dann machen. Das ist mit dem Shaper ausgefräst. Das wird ein fünffarbiges Logo. Da wird gegossen, wieder gefräst, wieder gegossen, nochmal gefräst. Sollte irgendwann fertig sein. Dann habe ich, weiß nicht, ob ihr es auf dem anderen Video vorher gesehen habt, da ganz in der Ecke hinten steht eine alte Mooreiche. Die ist circa 850 Jahre alt. Und da ist das Projekt, auch einen Epoxidtisch draus zu machen. Aber wird wohl auch noch einen Moment dauern. Aber ich denke, das kommt gut. Mooreiche. Noch nie gesehen. Ich blende euch kurz mal
ihr etwas rein und dann wisst ihr, was eine Mooreiche ist. Aber wir schauen sie uns dann jetzt gleich an. Go work. Wenn ich das zu Carsten bringe und sage, das schnell mal auf die Säge, wisst ihr, was wir machen? Der Kid, also der nimmt seine Tasche und unbeantwortet. Alter. Willst du hin? Auf Nummer wiedersehen, der kommt nie wieder. So. Ja, los. Und jetzt pass auf, jetzt kommen die Klugscheißer unter euch. Jetzt erzähle ich euch nämlich mal was. Bei einer Wegstrecke von weniger als 100 Kilometern zum Firmensitz darf die Ladung gekennzeichnet 3 Meter hinten rausragen. Ja? Fahrschule, verstehst du? Zumpe. Geiler Typ. So, und ab dafür. Aber gut, Thomas. Das schwarze Monster. Das wäre sie, die Mooreiche. Belegt 850 Jahre alt. Die wurde wirklich aus einem Moor rausgezogen. Und das ist einfach ein Abschnitt von dem ganzen Baum. 850 Jahre alt. Die nehme ich jetzt dann mal in den Epoxidrahmen rüber. Und dann wird sie erstmal vorne komplett zugemacht mit klarem Epoxid. Und dann erst weiterverarbeitet. Weil wenn ich jetzt daran rumfräse, dann ist das ein bisschen heikel. Und darum wird sie mit Epoxid komplett geschlossen. Ja. Ist schon eindrücklich. Ist ein schönes Holz. Diese ganzen Poren und alles. Das muss alles zu sein. Weil sonst geht dir das Epoxid für den Tisch komplett weg. Und das Ding hat nicht gebrannt. Das ist so wirklich aus dem Moor gezogen. Schon geil. So! Also. Ja. Das sind so die nächsten ein, zwei Projekte. Ich zeige euch noch kurz, was er so für Maschinen benutzt. Kleinen Durchgang. Und sage hiermit Dankeschön und auf Wiedersehen. Sehr gerne, danke dir. See you. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da und ein Like und genau. Abo da lassen. Und in diesem Sinne sage ich nur eins, go work. See you. Und jetzt ein bisschen einen Rundgang.